Hallo, heute zum Weltfrauentag bekommt ihr geballte Empfehlungen mit beeindruckenden Frauenfiguren. Dieses Format ist einfach großartig. Anfang des Jahres habe ich ja schon eins gemacht, wo BooktuberInnen euch empfehlen, welche Bücher so richtig stark machen und motivieren. Und heute, passend zum Weltfrauentag, soll es um solche Bücher gehen, in denen beeindruckende Frauen vorkommen. Das müssen nicht zwingend sympathische, starke Frauen sein, sondern vor allem einfach Frauen, die nach dem Lesen des Buchs noch lange, lange in unserer Erinnerung geblieben sind. Und ich habe auch heute wieder verschiedenste BooktuberInnen gefragt, ob sie zu diesem Thema Empfehlungen haben. Und die kriegt ihr jetzt gebündelt im folgenden Video geliefert. Alle beteiligten Kanäle sind natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Guckt mal auf den Kanälen vorbei, denn diejenigen haben natürlich viel mehr Empfehlungen zu bieten als nur die, die heute im Video vorkommen. Und mich interessiert, ob ihr das auch habt. Eine Frauenfigur, die einfach lange und tiefen Eindruck bei euch hinterlassen hat. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit den verschiedensten BooktuberInnen-Empfehlungen. Ich habe auch eine und mogel mich irgendwann mal wieder so dazwischen im Video. Hi, ich bin Carina und ich freue mich sehr, bei diesem Videoprojekt dabei sein zu dürfen, um euch von der wunderbaren Dr. Jane Goodell zu erzählen. Sie ist, wie viele von euch vielleicht auch wissen, keine Romanfigur, sondern eine echte, lebende Person. Tatsächlich wird die gute Dame dieses Jahr 88 Jahre alt. Ich habe das erste Mal von Dr. Jane, wie sie von ihren Fans liebevoll genannt wird, gehört, als ich auf diese kleine Autobiografie von ihr gestoßen bin, die sie für ein junges Publikum geschrieben hat, namens My Life with the Chimpanzees. Und hierin erzählt sie die faszinierende Geschichte, wie sie als junge Frau von 26 Jahren nach Tansania gereist ist, um dort Schimpansen zu erforschen. Und dort hat sie ein paar wirklich bahnbrechende Entdeckungen gemacht, wie zum Beispiel die Erkenntnis oder vielleicht auch die Bestätigung der Vermutung, dass Schimpansen Werkzeug benutzen können. Zum Beispiel verwenden sie nämlich kleine Äste oder Zweige, um dann damit nach Insekten zu stochern. Diese faszinierende Geschichte allein macht aber noch nicht meine Bewunderung für Dr. Jane aus. Ich bin vor allem davon beeindruckt, wie sehr sie ihr ganzes Leben dem Umweltschutz verschwendet. Sie ist wirklich ihr ganzes Leben lang, und ich weiß nicht, ob sie das heute noch macht, aber auf jeden Fall bis ins hohe Alter hinein um den ganzen Globus gereist und hat Reden gehalten, hat angeklagt, auf Missstände hingewiesen, gemahnt, aber auch ermuntert, ermutigt, Bewusstsein geschaffen und insgesamt sich dafür eingesetzt, dass wir Menschen nachhaltiger mit den Tieren und der Umwelt unseres Planeten umgehen. Tatsächlich, als sie mal in Deutschland war und dort eine Rede gehalten hat, habe ich es sogar geschafft, dabei zu sein und habe mir dieses Buch hier signieren lassen. Falls ihr etwas von oder über Dr. Jane lesen wollt, dann ist die Auswahl relativ groß. Ihr müsst gar nicht unbedingt nach der Autobiografie suchen, die ich in die Kamera gehalten habe, denn sie hat mehrere Bücher geschrieben, die in allen möglichen Sprachen veröffentlicht worden sind. Und es wurde auch viel über sie geschrieben, in allen möglichen Sprachen, für alle möglichen Altersstufen. Also da kann ich euch nur ermuntern, mal ein bisschen im Internet zu stöbern und wenn ihr etwas findet, das euch interessiert, mal in eurer lokalen Buchhandlung oder Bibliothek danach zu fragen. Das war es auch schon von mir. Vielen Dank an Ruth, dass ich bei dem Video dabei sein durfte. Hallo allerseits, ich bin Luisa von das Bücherregal und eine Frauenfigur, die mir total in Erinnerung in all den Lesejahren geblieben ist, ist Lyra Belacqua aus der His Dark Materials-Reihe von Philipp Pullman. Bis dahin hatte ich eigentlich immer nur von Mädchen und Frauen gelesen, die nett, freundlich, toll, umwerfend sind und auf jeden Fall umgänglich und nur dann die Heldinnen von Buchreihen sein konnten. Und ansonsten waren sie vielleicht die Antagonistin. Aber Lyra Belacqua ist ein sehr stures, dickköpfiges Mädchen, was nicht immer macht, was anderen passt, sondern ihren eigenen Willen durchsetzt. Und sie war somit die erste Buchfigur, die ich auf diese Weise erleben durfte. Und ich fand es so gut und so wichtig zu lesen, dass Frauen und Mädchen auch einfach mal mehr als gefällig sein können. Und ich finde es super gut, dass das in diesem Buch vorkommt. Und deswegen möchte ich euch ganz dringend ans Herz legen, euch mal den Goldenen Kompass durchzulesen oder auf Englisch The Northern Light. Hallo, ich bin Carla vom Kanal Buchmomente und auch ich möchte ein Buch vorstellen, in dem es sich um eine starke Frau dreht. Und zwar ist das Die Königin der Orchard Street von Susan Jane Gilman. Ich habe das Buch vor ein paar Jahren gelesen und es hat wirklich einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen.
Es spielt 1913 in New York und genauer gesagt da im Einwandererviertel. Und da wächst die kleine Malika auf. Die ist ein Mädchen aus ganz einfachen Verhältnissen. Die Eltern sind Juden und eben nach Amerika gekommen. Und sie lernt da durch einen Zufall einen Eishändler kennen. Beziehungsweise hat er später dort einen Eisladen. Und sie verliebt sich direkt in die Idee von Eis und findet Eis wahnsinnig toll. Sie ist von klein auf an ein raffiniertes kleines Ding, was einfach immer ihren Vorteil nutzt und auch für sich einsetzt. Und als sie dann Gefallen an der Eiscreme findet, findet sie Mittel und Wege, um selber mit Eiscreme zu tun zu haben und wächst dann eben vom kleinen Straßenmädchen zur Grande Dame heran und leitet nachher ein wahres Eisimperium. Wie sie das macht, ist wahnsinnig beeindruckend, denn schon als kleines Mädchen hat sie einfach eine ganz tolle Aura und Ausstrahlung und wahnsinnig viel Lebensmut und Glauben an sich selbst. Und das fand ich sehr beeindruckend. Und auch ihr Weg zu einer starken Frau ist sehr, sehr beeindruckend. Sie lässt sich da von Männern auch nicht großartig beeindrucken, obwohl es zu der damaligen Zeit ja nun mal schon so war, dass Frauen nicht so viel galten wie Männer. Und sie ist da aber einfach eine Vorreiterin und ein Vorbild gewesen und setzt da auch viele Sachen für ihre Arbeiterinnen in den Fabriken durch, die sie dann später hat. Es hat mich einfach zutiefst beeindruckt. Es hat mich wahnsinnig mitgenommen. Ich habe es wirklich geliebt und deswegen wollte ich euch hier die Königin der Orchard Street mal vorstellen, wenn ihr eine starke Persönlichkeit sucht, die ihren Weg findet und ganz viel mit Eiscreme zu tun hat. Hallo, ich möchte euch eine Frauenfigur vorstellen, die mich nachhaltig beeindruckt hat. Und zwar, weil sie genauso ist, wie ich gerne im Alter auch sein möchte. Und zwar handelt es sich hier um Eileen aus dem Buch Time to Love von Beth O'Leary. Tausche altes Leben gegen neue Liebe ist der Untertitel und genau darum geht es auch. Es geht um Lina und ihre Großmutter. Lina lebt in London City und ihre Großmutter lebt außerhalb Londons auf dem Land. Und dann kommt es zu Beginn des Buches dazu, dass beide ihr Leben tauschen. Das heißt, Eileen geht nach London in die WG von Lina und lebt dort das Single-Leben als ältere Dame und datet sich ein bisschen durch London, hilft aber auch ganz viel Linas Mitbewohnern und Bewohnerinnen und erlebt dort das City-Leben in London und entdeckt sich auch ein bisschen neu dabei. Und was mich an Eileen so fasziniert hat, ist einfach, dass sie eine sehr offene Persönlichkeit ist. Sie ist für ihr Alter wahnsinnig frisch und trotzdem nicht unangenehm übertrieben klamaukig hier in der Geschichte. Sie ist sehr, sehr herzlich und sprüht einfach so vor Lebensweisheiten, die sie wunderbar anwenden kann und die sie auch bei den Mitbewohnerinnen sehr beliebt macht. Und mir hat ihre Herzlichkeit sehr gut gefallen. Auch für das, was sie schon im Leben erlebt hat, ist sie überhaupt nicht griesgrämig, sondern ja, so eine richtig herzlich lustige Granny, könnte man sagen. Und sie mischt den Laden da ordentlich auf mit ihrer Art und Weise. Und das hat mir wahnsinnig gefallen. Und ich würde sehr, sehr gerne im Alter genauso frisch sein und offen für Neues. Ob das jetzt nun Dating-Leben sein muss, weiß ich nicht. Aber einfach offen für neue Menschen, offen für andere Lebensweisen. Und das ist Eileen hier einfach. Und das hat mir richtig gut gefallen. Sie ist auch sehr humorvoll und trotzdem auch nachdenklich an mancher Stelle da, wo es eben passt. Also rundherum ein wirklich bemerkenswerter Charakter, der mir richtig gut gefallen hat und an die ich noch sehr oft denken musste, nachdem ich das Buch gelesen hatte. Insgesamt ein absolutes Lieblingsbuch von mir. Kann ich sehr empfehlen, das zu lesen oder auch als Hörbuch zu hören. Das Paradebeispiel für mich ist Jude aus der Elfenheim-Trilogie von Holly Black. Ich spreche schon häufiger über diese Fantasy-Reihe, aber so richtig krass gehypt gefühlt wird sie auf BookTube eher nicht. Deswegen lege ich euch sie immer wieder ans Herz. Es geht um den Menschen Jude, also das ist eine normale junge Frau, beziehungsweise wir treffen sie als junges Mädchen, als sie nach dem Mord an ihren Eltern mit ihren Geschwistern in die Elfenwelt entführt wird und dort aufwachsen muss. Und diese Welt ist Menschen gegenüber ziemlich gnadenlos. Jude und ihre Schwestern werden ziemlich malträtiert, vor allem von dem Elfenprinzen in dieser Welt. Irgendwann hat Jude allerdings dann die Nase voll
und beginnt Macht zu sammeln und Intrigen zu spinnen und sich zur Wehr zu setzen. Jude ist machtversessen und manipulativ, aber auch ziemlich smart. Also diese Intrigen zu spinnen, das kann sie ja nur, weil sie auch echt ziemlich klug ist. Gleichzeitig ist sie oft auch unsicher, verhält sich dann moralisch grau, muss irgendwie ihr eigenes Trauma verpacken, sowohl was den Tod ihrer Eltern angeht, als auch dann in dieser ziemlich menschenfeindlichen Umgebung aufzuwachsen und auch nicht wirklich da Liebe zu spüren. Ich denke noch sehr, sehr oft an Jude, auch lange nachdem ich die Bücher gelesen habe. Deswegen ist das hier die passendste Empfehlung. Hallo liebe Ruth, hallo liebe Zuschauer von Ruth. Mein Name ist Christine vom Kanal Christinchen und du wolltest von uns Bücher über außergewöhnliche Frauen wissen. Und ja, eine Frau, die für mich immer und immer außergewöhnlich sein wird und die wirklich die Protagonistin einer meiner absoluten Lieblings-Thriller-Reihen ist und auch eine meiner ersten Thriller-Reihen, ist Smokey Barrett. Ich halte euch hier den ersten Band der Reihe von ihr oder über sie in die Kamera, und zwar Die Blutlinie von Cody McFadyen. War, wie gesagt, damals eine meiner ersten Thriller-Reihen und sie war auch unfassbar brutal. Mittlerweile ist man ja schon einiges gewohnt und ist auch eine Reihe, die ich unbedingt mal rereaden möchte. Hier geht es hauptsächlich um die FBI-Agentin Smokey Barrett und die ist eine absolute Powerfrau, was die durchgemacht hat, denn es ist so, dass ein Serienkiller sowohl also sie und ihre Familie in ihrem eigenen Heim überfallen hat. Ja, der Ehemann und die gemeinsame Tochter mussten leider ihr Leben lassen und sie ist aus diesem Kampf lebendig eben herausgekommen und ist aber auch dementsprechend überall verwundet, vernarbt und aber vor allem auch traumatisiert. Und das ist ganz oft Thema auch in diesem Buch. Und in jedem weiteren Band geht es natürlich darum, dass sie einen neuen, sehr grausamen Serienkiller eben ans Messer liefern will natürlich und fangen will, schnappen will. Und die Fälle, die sind auch immer grausig und blutrünstig. Und das Besondere ist aber, dass da immer wieder zutage kommt, was sie für eine starke Persönlichkeit ist, wie tapfer sie ist, wie sie nach vorne schaut mit ihren ganzen Erlebnissen und es kommen ja dann auch immer neue Erlebnisse dazu und gleichzeitig beweist sie großes Herz und ja, die anderen Protagonisten, also die, die mit ihr in einem Team arbeiten, finde ich übrigens auch ganz herzallerliebst und großartig und ja, das ist auf jeden Fall eine Reihe, die ich wärmstens empfehlen kann. Und jetzt freue ich mich noch auf die weiteren Empfehlungen von euch. Hallo, ich freue mich, dass ich wieder dabei sein kann und euch heute wieder eine starke Frau vorstellen darf. Das letzte Mal habe ich euch ja Shirin Ebadi, die erste iranische Frau, die den Friedensnobelpreis bekommen hat, vorgestellt. Heute möchte ich euch eine andere sehr starke Frau vorstellen, und zwar Jin Xing aus China. Jin Xing wurde im Körper eines Mannes geboren, hat aber sehr schnell gemerkt, dass sie eigentlich eine Frau ist und hat auch sehr schnell die Leidenschaft für den Tanz entdeckt. Sie hat sich dann an der chinesischen Militärakademie beworben. Die bilden die Akrobaten aus für den Cirque du Soleil. Und sie beschreibt in ihrer Autobiografie Shanghai Tango, wie sie diese unmenschlichen Trainingsübungen überstanden hat und wie sie eben auch sehr streng zu sich war, weil sie zum einen ja eine Frau ist und zum anderen, weil sie eben schon körperlich viel zarter gebaut war als die anderen Auszubildenden und sie eben unbedingt akzeptiert werden wollte. Und das ist sie auch. Sie wurde zuerst zu einem Star-Tänzer, also einem männlichen Tänzer, hat dann ein Stipendium bekommen und ist in die USA gereist, ist später zurückgekommen und hat dann eine ganzheitliche geschlechtsumwandelnde Operation vorgenommen. Jin Xing lebt heute in Shanghai mit ihrem deutschen Mann, ist ein anerkannter Star und reist auch heute noch oft in die USA. Jetzt, das Buch hat mich sprachlich nicht unbedingt super beeindruckt, aber ihre Geschichte fand ich so eindrücklich, dass ich mich auch heute noch über 10 Jahre später relativ genau an die Geschichte erinnern kann. Und ich möchte sie euch nicht vorenthalten, ganz im Gegenteil, ich möchte sie euch
wärmstens empfehlen. Ich danke euch fürs Zusehen und ich freue mich jetzt noch auf die anderen Beiträge. Macht's gut. Tschüss. Matane. Bye-bye. Es gibt viele faszinierende Frauenfiguren in der Literatur, in der realen Welt, aber es gibt eine Frauenfigur, die mich nachhaltig bestärkt hat. Eine fiktive Frauenfigur. Die Rede ist von Katniss Everdeen aus der Tribute von Panem Trilogie. Eine junge Frau, die in dystopischer Welt lebt, in der es Hungerspiele gibt, wo Jugendliche hingeschickt werden für ihren Distrikt, bis eben nur noch einer diese überlebt hat. Alle anderen müssen sterben und der Gewinner muss dann auch jährlich wieder etwas für diese Regierung tun. Es ist ein totalitäres Regime, was sehr erschreckend ist und Katniss Everdeen schafft es mit einem Funken, ein Feuer zu entzünden. Der erste Moment, wo man Katniss kennenlernt, zu Beginn der Geschichte, das Buch ist auch aus ihrer Perspektive erzählt, da wirkt sie ein bisschen unnahbar, sie wirkt ein bisschen rebellisch, sie wirkt schlecht gelaunt, doch nach und nach erfahren wir, was hinter der Fassade steht. Und spätestens dann, wenn sich Katniss Everdeen für ihre Schwester opfert und sich freiwillig meldet für die Hungerspiele, da hatte ich Gänsehaut hoch und runter, ich hatte Tränen in den Augen, ich war so berührt von dieser Geste und es gab noch viele andere Dinge, die Katniss Everdeen als fiktive Figur wirklich besonders und faszinierend macht. Wie sie durch diese Hungerspiele durchgeht, wie sie die weitere Geschichte prägt, wie sie uns ihre Gedanken erzählt, wie sie auf Situationen reagiert, wie sie damit umgeht, wie sie rebellisch wird, wie sie aber auch Schwächen hat. Denn auch das gehört zum Leben einfach dazu, dass man nicht jeden Tag 100%ige Stärke hat, sondern dass man auch Schwächen hat und sich diese eingesteht und eben auch mit diesen dann lebt und umzugehen weiß. Katniss Everdeen für mich mit die faszinierendste Frau in der Literatur. Großes Bücherkino, eine tolle Trilogie und auch toll verfilmt. Da möchte ich wirklich sagen, auch die Schauspielerin Jennifer Lawrence hat hier einen großartigen Job gemacht. Hallo, ich bin Lea von dem Kanal Leas Lesesessel und ich möchte euch zum heutigen Thema gerne die Autobiografie von Deborah Feldman namens Unorthodox vorstellen. Hier beschreibt sie ihre Jugend in einer ultraorthodoxen jiddischen Gemeinde in Brooklyn, New York. Und wir begleiten sie dabei, wie sie letztendlich ganz alleine, nur mit ihrem kleinen Sohn, den Absprung aus dieser Gemeinde schafft und es ihr gelingt, nach Berlin zu fliehen. Und Deborah Feldman schafft es hier, pure Emotionen rüberzubringen. Das geht von Ungläubigkeit über Wut und Trauer bis letztendlich dann eben zu sehr viel Hoffnung für ihr zukünftiges Leben. Jetzt ist eine super breite Masse an Empfehlungen entstanden, super vielfältig, sehr, sehr unterschiedlich. Und ich habe auf jeden Fall Lust, zu diesen Büchern zu greifen. Und ich hoffe, für euch war auch was als Empfehlung dabei. Und dann sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos. Macht es gut. Tschüss.